Behandlung von Warzen, Schwielen, Nävi und anderen Hautneoplasmen Teil 2. Ein unerwarteter Ansatz zur Behandlung von flachen juvenilen Warzen und anderen Hautneubildungen Teil 2. Ich setze das Thema der schmerzfreien Behandlung von flachen juvenilen Warzen fort. In diesem Teil geht es um die Sujok-KI-Magnettherapie sowie die Synergie von Farbtherapie, Samentherapie und Tape Color. Sujok-KI-Magnettherapie. Für die Behandlung habe ich einen großen runden Magnetscheiben gewählt, der die gesamte Oberfläche der Warze abdeckt. Der Vektor des Magnetfelds verläuft vom weißen, nördlichen Ring zum gelben, südlichen. Diese Behandlung behebt den Energieüberfluss, der Hemmung des Wachstums und stimuliert Verkleinerung des Durchmessers der Hautneubildung, in diesem Fall der Warze. Ich platziere den gelben Magneten in der Mitte und den weißen am Rand. Diese Anordnung der Magnete drückt sozusagen den Körper der Warze von allen Seiten zusammen. Ich liege den Magneten auf einer flachen Oberfläche, bedecke mit einem Pflaster und befestige ihn auf der Warze, sodass der gelbe Kreis genau auf das Zentrum der Warze trifft. Eine alternative Methode besteht darin, nur den weißen Ring zu verwenden und anstelle des gelben Rings auf andere Hautneubildungen wie Akne, Aterome, Papillome oder Nävi anzuwenden. Wenn Sie keine runden flachen Magnete haben, können Sie langen Magnetfeilen verwenden. Diese Magnete für die Leitbahnbehandlung haben zwei Farben, weiß, minus und gelb, plus. Der Energiefluss erfolgt vom weißen Magneten zum gelben. Um die Wirkung des Magnetfelds zu verstärken, können Sie diese Kombination verwenden. Platzieren Sie den weißen, nördlichen Ring um die Hautneubildung und die Magnetnadeln um den Rand herum. Die nächste Methode ist eine erfolgreiche Kombination aus Farbe und Tape, Tape Color. Sie können das Tape anstelle des Pflasters verwenden und die Farbe nach dem Prinzip der Elemente auswählen. In diesem Beispiel steht die Warze für einen Überschuss an Trockenheit, daher nehme ich zur Hemmung rotes Tape. Ein weiterer erstaunlicher Sujok-Therapieansatz ist die Behandlung mit Samen. Hierbei wird eine Kombination aus dem Magnetfeld des lebenden Samens und seiner virtuellen Kraft zum Wachsen und Entwickeln verwendet. Der Vektor des Magnetfelds von Apfelsamen verläuft vom schmalen zum breiten Ende. Außerdem haben Pflanzensamen verschiedene Formen und Farben, die von Sujok-Therapeuten aktiv genutzt werden. Wenn Sie keine Magnete haben, verwenden Sie Apfelsamen, wie ich es hier zeige. Wenn Sie auch Tape haben, nennen wir diese Methode Samentherapie und Tape Color. Für kleine Warzen an schwer zugänglichen Stellen verwende ich einen roten Filzstift und die Methode des Kolorierens. Sie können den Umfang jeder Warze auch zuerst mit einem roten Kreis markieren und dann die Magnetanwendungen durchführen. Solche Behandlungen führe ich jeden Tag durch und nach 3 Tagen. Wie ist das möglich? Fragen Sie sich. Abonnieren Sie den Kanal Axon Face Irina Kröger für weitere Informationen. Wie ist das möglich? Fragen Sie sich. Kommen Sie und lernen Sie Sujok-Therapie.